Moin Moin, hier ist die Mathilde und mit mir zusammen spielt ja Hallo. Der Heinrich. Ja, heute großer Tag des Umzugs. Unsere wunderschöne Senk, die Kissentänzerin, ist mittlerweile auch fertig in unserem Rat der Schmerzen. Deswegen nehmen wir die schön mit. Und ich hatte auch noch mal ein bisschen offscreen, ein bisschen Material gesammelt, das wir natürlich zum Bauen brauchen. Bin da auch, weil ich noch ein bisschen Leute segnen wollte, war ich noch mal kurz in der Höhle des Sünders. Und was finde ich da? Tada! Sir Bowen, den Vollstrecker von Azura, ein Zuchtmeister. Ist natürlich noch nicht fertig, müssen wir jetzt warten. Aber egal, wir haben immerhin einen. So, Heinrich macht da noch mit Horst rum. Ja, ich nehme Horst mit, weil ich habe eigentlich mittlerweile eine persönliche Bindung zu Horst. Ich habe ihn noch den Rüstungsmacher einstecken lassen. Weil ich möchte den Rüstungsmacher nicht mehr vermissen eigentlich. Den will ich immer da haben. Ich nehme Colonel Hattie mit, weil Colonel Hattie ist unser Tierchen. Ja, den Rest finden wir da. Wir müssen sowieso noch mal ein, zwei Mal wiederkommen, aber ja. Das wird jetzt die erste große Wanderung. Keine Ahnung, wie wir es sonst nennen wollen. Der Umzug. Eine Reise beginnt ins neue Land. Horst! Hoffentlich passt Hattie überhaupt durch die Tür. Ach, Gott sei Dank glitschen die ja da durch. Genau, kann man nicht drauf reiten. Oh, warte mal. Bleib da stehen! Nein! Wer, ich? Ja, bleib mal stehen. Warum denn? Wo ist er? Und jetzt beweg dich. Ach, scheiße. Aber ich hoffe, es gibt bald Reittiere. Ja, ich glaube, wer war denn das? Ich glaube, Shani hatte. Ich weiß nicht mehr, ob es Shani war. Irgendjemand hatte auf jeden Fall geschrieben, dass irgendwie so um Weihnachten, also im Dezember wohl Reittiere kommen sollen. Ach nee. Oh, ich renne hier immer so ein bisschen falsch. Ich folge dir einfach und renne damit auch falsch. Super. Ach so, was ihr vielleicht auch so ein bisschen seht, eventuell, weil meine Bildschirmauflösung ist ein bisschen anders als Heinrichs. Deswegen ist unten meine Leiste von meinen Werkzeugen ein bisschen abgeschnitten. Aber vielleicht seht ihr das. Ja. Warum machst du das? Weil ich sonst oben und unten einen schwarzen Balken habe. Oder es ist verzerrt oder so. Deswegen, ich habe halt nicht ganz exakt die gleiche Auflösung wie du. Ist doch auch egal, es ist einfach so. Ich weiß gar nicht, ob die das am Ende auch sehen. Ja, sehen sie. Okay. Das weiß ich, weil ich ja schon ein Video diesbezüglich bearbeitet habe. Das wusste ich ja nicht, Frau Mathilde. Also, was ich eigentlich erzählen wollte, was ihr vielleicht seht, dass meine Axt und meine Spitzhacke, die sind so pink, lila, leuchtend unterlegt. Bei Heinrich macht das die Spitzhacke auch. Das liegt daran, dass ich ein paar einfache Werkzeug-Reparatur-Kits gebaut habe. Und das soll bewirken, dass die länger halten. Und wohl auch ein bisschen mehr Loot geben. Ja, genau. Das ist ja was Gutes. Entschuldigung. Oder Heinrich? Ja. Also Hattie stampft ganz schön. Mann, Mann, Mann. Der ist kein Leichtgewicht. Na, Hauptsache, der überlebt die Reise. Das ist viel wichtiger. Warum sollte er nicht die Reise überleben? Ja, keine Ahnung, wo du wieder hinrennst. Oder welche Tiere du wieder in den Tod schickst. Ich weiß es ja nicht. Ey! Ah, weißt du, was wir schon wieder vergessen haben? Ja, ich weiß. Erwähn's nicht. Erwähn es nicht, sonst kriegen wir wieder böse Kommentare. Ich wollte nur darauf hinweisen, was alles hier der Paco Fand alles schon drin hat. Hm? Achso, du nimmst ihn auseinander.
Ja. Gerade mit der Kissentänzerin und so, das wäre echt schon scheiße, wenn der stirbt. Ja, das stimmt. Und unsere Schmelzöfen und die ganzen Werkbänke. Die Schmelzöfen kriegst du schnell gebaut. Das Werkbänke, eine Statue der Erfrischung. Ich sehe das gerade so ein bisschen, ich schaue gerade so ein bisschen auf deinen Bildschirm. Hatti macht auf jeden Fall sehr kleine, lustige Schritte. Ja, ich habe irgendwie gerade so leichtes Knacken gehört. Steckt mein Mikro nicht? Also, ich höre dich ganz normal. Oh, guck mal da, kleine Babyhühn. Was? Kleine Babyhühn. Ah, du bist doch der deutschen Sprache mächtig. Das ist ja, das ist fantastisch. Yes, yes. Ich hab's davor nicht verstanden, wirklich nicht. Oh, kleine süße Babyhühn. Ja, jetzt wo ich weiß, was es bedeutet, kann ich mir was drunter denken, ja. Alle vier Hyänen hinter dir her. Was? Vier Stück? Ja, das ist crazy. Kein Platz. Oh, scheiße. Jetzt muss ich aber schnell hoch. Also auf vier Hyänen habe ich dann auch keine Lust. Nee, nee, du hast ja abgehängt, weil du geklettert bist, aber dann haben sie davor gewartet, dann dachte ich mir, bevor die mich angreifen, kletter ich auch nochmal rüber. Ach, eine ist hier aber immer noch. Ja, die kam neu dazu. Ja, jetzt ist sie tot. Ach ja, hier oben ist auch irgendwo hoch? Noch ein Stamm gewesen. Ja, Stamm der Nutzlosen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe ihn mir nicht genauer angeschaut, weil als ich das letzte Mal an dem vorbeigelaufen bin, war ich so ein bisschen nackig. Ja, und gerade eben sind wir ein bisschen voll. Und ich will den Paco Fand nicht verlieren. Hm? War das da hier links? Ah ja, das ist was anderes. Da waren wir ja schon. Das ist der Dungeon, den wir mal gemacht hatten. Hm. Wie hieß... Die Abschaumtiefen. Genau, die waren's. Ja, ich renne ein bisschen komisch, aber egal. Ja, du willst nicht durch die eine Stadt da. Kann ich verstehen. Dieses Risiko will ich mit dem Paco Fand auch nicht eingehen. Horst ist da. Okay. Außerdem bin ich diesen Weg ja auch schon ein paar Mal gelaufen. Dieser Weg und ich sind alte Kumpel. Du. Über die Dünen, la la la. Kein Kommentar. Wieso? Magst du meinen Gesang nicht? Nein, das Schlimme ist, das bluten dann nicht nur meine Ohren, das bluten auch die Ohren der Zuschauer. Stell mir schon gerade wieder vor, Carsten mit seiner Frau beim Essen. Ja, du singst. Vielleicht wird denen sogar beim Essen schlecht, das wollen wir also, nicht. Also, jetzt übertreibst du aber ein bisschen. So schlecht singe ich nun auch nicht. Ich meine, es gibt natürlich auch welche, ich weiß nicht, wer von euch sich noch dran erinnert, auf der PlayStation 2 gab es ja so Singster. Ja, ich glaube, jetzt müssen wir mal die Folge beenden. Wenn euch die Folge gefallen hat. Wisst ihr, welche Lieder der Heinrich ganz wunderbar singen konnte? Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Soll ich weiterreden? Nein. Nein, sing von mir aus. Ist dem lieben Heinrich da etwa etwas peinlich? Ich war jung. Oh, hier sind die Kieferknochen. Schön, schön. Mhm.
So, jetzt muss ich mal überlegen, wie wir jetzt am schlauesten laufen. Ach, irgendwie gerade durch die Stadt durch. Die Stadt. Doch, gerade, doch, geradeaus ging doch, meine ich, oder? Sicher? War nicht in der Mitte, waren da nicht diese Banditen? Wir können auch außen rumlaufen. Lauf außen rum. Ich will jetzt nicht, dass Paco Fanz stirbt. Wir können es später nochmal gern testen, aber... Nee, wir können nicht so ganz außen rumlaufen. Jetzt mit ihm möchte ich das nicht. Machen wir um dieses dicke, fette Nashorn da einen kleinen Bogen. Nashorn brauchen wir ja nicht. Das ist ja meilenweit entfernt. Das sieht uns gar nicht. Hat ein Nashorn nicht auch kleine walnussgroße Gehirne? Das weiß ich nicht, aber ich meine, zumindest wenn der Film Die Götter müssen verrückt sein recht hat. Oh, da ist das Große. Dann treten die immer Feuer aus. Wenn die Feuer sehen. Hm. Das ist ein hochinteressantes psychologisches Phänomen. Huch, hier ist ein kleiner Käfig. Ja. Willst du mal reingehen? Nö, das ist was für dich. Mist, jetzt habe ich den Stein aufgesammelt. Ach, ich glaube, das, was ich als Knistern im Empfang so empfand... Ach, das ist Hattie? Das ist Hattie, sein komischer Lauf. Jetzt, wo ich so nah dran bin, kriege ich das richtig mit. Ah, hier durchs Tempelviertel konnten wir aber, meine ich, gehen, oder? Ja, ich glaube, jetzt können wir durch. Wobei ich jetzt wieder Kampfmucke habe, aber... Ach, ein kleines... Oh, keine Zeit. Und hier müssen wir sowieso noch mal die Dächer ab. Ja. Ab dem Seetempel ist alles gut. Seet ist gut. Jetzt, wo sie das Geheimnis des Eisens kennen und entschlüsselt haben. So, ich meine, wir wollten hier oben uns Ich bin noch gar nicht da. Aber ja, hier oben irgendwo. So. Ich glaube, ich esse gleich hier. Ich hau gleich die Tiere um. Ich muss was essen. Ja, das wollte ich jetzt auch machen. Genau, hier oben. Diese Anhöhe nehmen wir. So, das Gnu ist schon mal erledigt. Kudu meine ich. Ich habe sonst auch etwas Fisch mit, der schon fertig ist, wenn du möchtest. Ja, gleich. Die Tiere werden hier nie wieder spawnen. Ah, oh, dieses Kackvieh ist so flink. Hey, jedes Mal, wenn ich mit meinem Powerschlag aushole. So. Stirb, du Vieh! Schauen wir mal, ob wir diesen Fels hier abbauen können. Nein, bleib stehen. Das heißt, wir sollten das eventuell auf der Höhe von diesem Fels machen. Warte. Jetzt haben wir einen hässlichen Fels da in der Mitte. Hattie, wohin rennst du? Ich weiß nicht, der wollte die Person da angreifen. Hattie, kommst du her? Kommst du her? Böse Hattie. Komm her. Böse. Ist doch kein böser Typ, oder? Nein. Deswegen soll Hattie den ja auch nicht angreifen. Kommst du her? Ich würde trotzdem versuchen, hier auf einer Ebene zu bleiben. Ich glaube, das da ist ja... Das kannst du ja abtragen, aber das war's dann auch schon. Nee, das können wir eben... Ja, also ich dachte mir halt, weil hier ja so eine doofe Kante ist, dass wir sozusagen auf der Höhe dann das machen. Oder willst du da diesen Felsen so lassen, weil sonst ist der ja im Weg? Ja, das ist jetzt die Frage. Ach komm, wir bauen sie einfach auf dieser Höhe. Mal gucken, ob das so dann geht. Dann gib mal runter und geh mal so weit weg, dass dein Horst dir folgt, weil so... Die Steine schon. Ja. Das weiß ich ja nicht. Dann kann der was anderes kriegen hier.
Passt doch, oder? Hui, ich bin im Weg. Ja, und das wäre cool, wenn du mir leuchten könntest, weil... Ah, doch, geht. Ich sag hier nur mal ein paar Bäumchen, die im Weg sind. Ich würde einfach hier das alles so als Grundfläche so halbwegs quadratisch machen, ne? Ja, aber wie viel brauchen wir davon? Da brauchen wir ja noch 100 oder so. Du hast ja eine Pflanze leben lassen, verdammt. Scheiße. Geh aus dem Weg, du Gnu. Jetzt ist diese eine Pflanze tot. Na, ich würde jetzt erstmal eine relativ große Grundfläche einfach machen. Ja, ich auch. Klar, damit wir gucken, wie groß die ist. Und dann, wenn wir wissen, dann können wir dementsprechend halt bauen. Planen. Was, wie, wo gebaut wird. Aber wir sollten doch als erstes vielleicht langsam mal ein Lagerfeuer bauen. Ich sehe gerade, ich habe tierisch Hunger. Richtig monströs Hunger. So, jetzt sind alle weg. Ich baue mal einen kurzen Lagerfeuer. So ein kleines, mach mal. Na, so Wände, ich meine, ich habe ja... Oh nein, ich glaube, wir haben die Eisenverstärkungen vergessen. Och, kacke. Ich habe gesagt, wir müssen sowieso nochmal zurück. Ja, weil ich habe Ziegel mitgenommen, ich habe geformtes Holz mitgenommen, dann hätten wir schon Ziegelmauern machen können. Ja. Ach, Menno, das ärgert mich jetzt. Ist dein Bett noch in der alten Basis? Nee, das ist da, wo in der kargen Basis, sag ich mal. Also mein richtiges Bett ist in unserer alten Basis und die Bettrolle ist da, wo wir zuerst bauen wollten. Ja, stimmt, da habe ich meine, glaube ich, auch abgelegt. Sonst hätte ich gesagt, lass mal sterben. Ja, aber ich habe mein Bett ja auch nicht dort aktualisiert. Das müsste man später nochmal machen. Ja, man könnte sich auch jetzt schnell eine Bettrolle bauen. Ich habe sogar eine Sichel mit. Oh, eine Sichel. Ja, das heißt, wir haben die nötigen Ressourcen sehr schnell zusammen. Ja, aber ich meine, ich will ja nicht hier spawnen. Ich will ja in der alten Basis. Du weißt schon, dass du immer die Wahl hast zwischen Bettrolle und Bett? Nee, das vergesse ich immer. Aber danke, dass du mich gerade darauf hingewiesen hast. Und selbst wenn nicht, dann stirbst du halt hier. Da mache ich dir gleich ein Bettchen mit, ne? Boah, kannst du machen. Also ich glaube, von diesen normalen Wandsteinfundamenten können wir erstmal locker 100 bauen. Wenn überhaupt, wenn das reicht. Nee, ich mach eine Rohlederbett statt. Noch cooler. So, dann, ach, wir können ja wieder umstellen, ne? Dann nehme ich mal hier die Holzkiste. Ja, Kisten konnten wir umstellen, aber dann müssen sie leer sein. Ja, es geht ja erstmal darum, dass wir unsere Sachen da reinpacken, bevor sich einer von uns tötet. Ja. Kannst es ja mal testen. Mach ich. Kontrollierter Selbstmord. Genau. So. Horst, ich bin überlastet. Ach Horst, du kannst mir nichts abnehmen. Tauschen vielleicht besser? Nee. Scheiße.
Ach, dann halt das mal selber kurz, verdammt. Ich glaube, eine Kiste ist doch eine gute Idee. So, ich bin jetzt ganz nackig. Eine Rohlederbettstatt ist auch in der großen Kiste für dich drin. Und dann werde ich jetzt da hochklettern und darunter springen. Da hoch will ich. Mal gucken, ob das klappt. Entweder spawn ich zu Hause, also in unserer Basis, oder wieder hier. Nett. So, der Todessprung der Mathilde. Willst du mir zugucken? Ja, ich guck dir zu, spring. Ich dachte, dass du mir von unten zuguckst. Ach, das weiß ich doch nicht, von wo du springst. Ah, da, in der Sonne. Warte mal ganz kurz. Ich mach die coole Ansicht. Oh, warte mal, kann ich noch nebenbei tanzen, wie in einem Film? Kannst du. Klar, du müsstest tanzen können. Du kannst den Hacker machen und... Oh, du kannst sogar den Schlangentanz, wie geil. Oh, na toll, ich... Scheiße. Wie enttäuschend. Muss ich nochmal nachspringen? Toll. Achtung. Respawn-Punkt. Bett. Ja, dann switchen wir vielleicht für die Zeit, die ich dann jetzt brauche, doch einmal zum Heinrich rüber. Ach, nö. Nö? Okay. Hör auf zu tanzen, meine ich. Spring doch einfach mal. Du wurdest getötet durch dir. Durch dir. Durch dir. Denn dir? So, brauchen wir denn noch irgendetwas, das ich mitnehmen soll? Ich würde jetzt auch den Weg dann tatsächlich nackt antreten, also. Du kannst ja wieder ein Tier nehmen, irgendwie vollfüllen, was wir so haben und dann einfach wieder herkommen. Ja, was brauchen wir denn, was wir hier nicht so brauchen? Aloeblätter könnte ich mitnehmen. Ja. So, Horst, wir müssen noch weiter Steine sammeln und. Ja, dann gucken wir nochmal im Lagerfeuer. Ich brauche wieder Fleisch für To Go. Steak To Go. Ich habe jetzt meinen Schmuck angelegt für den Weg. Ich überlege gerade, wenn wir jetzt hier hinten unsere neue große Basis bauen, dann brauche ich auch hier einen Tempel. Ja. Oder? Ich weiß nicht, bei mir, wenn du in der Basis bist, wenn du noch Giftpfeile willst, musst du mal gucken, ob ich noch welche habe. Horst bei Fuß. Gut. Immer wenn man aus dieser Tür reinkommt, schaut ein Rambis Riesen Rhino-Hintern an. Du kannst ja Rambi umstellen. Nö, oder du hast keine Fälle mehr. Du hast ganz viel Gegengift. Aber keine Pfeile. Na, okay. Dann die Marken. Die sind dann wichtig. Aus denen kann ich ja dann neue generieren im anderen Tempel. Ja, die kann ich aber nicht nehmen. Okay, dann muss ich da mal hin. Aber so ganz nackig fühle ich mich doch ein bisschen unwohl. Ich möchte wenigstens einen Lendenschurz anziehen. Ja, du kannst ja alte oder etwas nicht so gute Ausrüstung, die wir noch als Reserve haben, mitnehmen. Hm.
meine, so Second-Hand-Kleidung ist ja auch nicht schlimm. Also das können ja unsere Sklaven ja immer noch tragen. So, ich habe mich jetzt ein bisschen aufgehübscht. In der Mode ist. Ja, ich habe mich aufgehübscht. Ich habe jetzt schicke Klamotten an und so. Das hast du doch gar nicht nötig, Mathilde. Schleimer. Aber so ganz nackig habe ich mich doch ein klein wenig unwohl gefühlt. Aber du kannst ja schon mal vorsorglich ein, Dings, ich mache mich dann schon mal auf den Weg. Aber du kannst ja vorsorglich eine weitere Kiste bauen oder so. Ob ich jetzt auch die Eisenverstärkung? Ich grad, ja. Ich bin gerade so in Steinsammelwut. Okay. Und Fundamente. Okay. Wir brauchen so viel Fundamente. Ich nehme auch noch mal ein bisschen Ambrosia mit. Wenn ich dann da bin, darfst du mich in meiner Schönheit, in meinen schicken Freizeitklamotten bewundern. Wow. Danke für diese Ehre. Bitte. Darauf habe ich gewartet, dich in Freizeitklamotten zu sehen. Hm. Höre ich da eine Spur Sarkasmus? Nein. Will ich nie tun. Ich sag's immer wieder, ne? Ich finde so Steine kloppen übelst, übelst angenehm, beruhigend. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Meditativ? Ja, also ich glaube, für Leute, die sehr viel Stress in der Arbeit haben, die mal abschalten wollen, einfach mal hier bei Conan Exiles Steine kloppen. Ich glaube, nach einer Stunde Steine kloppen ist man wieder ganz geschillt. Puls geht runter. Okay. Ich glaube, sowas müssten die Ärzte sowieso mal verschreiben. Conan spielen. Ja, wenn du voll gestresst bist, Bluthochdruck, keine Ahnung. Aber dann musst du wirklich was ruhige, also ruhige Sachen spielen, ne? Das ist doch ruhig. Also ja, aber es, weißt du, es soll ja auch Leute geben, die sind der Meinung, dass zum Beispiel sowas wie Sport hilft, Stress abzubauen. Irgendwie funktioniert gerade unsere Verbindung nicht. Wieso hörst du mich nicht? Ich habe das nicht gehört. Ich wollte... Ach so, du hast es so nicht gehört, wie ich immer sage, dass es nur zwei Terminator-Filme oder nur ein Matrix-Teil gibt, ne? Was? Ja. Ich verstehe. Sport? War denn jemand von euch schon... Was? Denk doch nicht vom Thema, du hast gerade einen Terminator angefangen. Hat jemand von euch schon den neuen Terminator gesehen? Wenn ja, schreibt in die Kommentare, wie ihr den fandet. Ist er sehenswert? Ich weiß es nicht. Schreibt in die Kommentare. Genau wie Rambo, falls jemand mal Rambo geguckt hat von euch, den letzten. Es gibt auch von Rambo nur einen Teil. Ja. Ist ja okay. Mir fehlen gerade Bäume. Steine habe ich hier genug, aber... Ach ja, ich wollte mal eins testen. Wo ist meine Sturmmaske? Das Wasser, wenn ich ja eh schon da hinten beim Salzsee bin. Okay, also wenn du das jetzt testest, dann switch mal jetzt wirklich mal zu dir rüber. Switch! Tsch. Okay. Du musst da jetzt nicht so einen Ton einbauen. Warum nicht? Du hättest doch einfach, kannst es einfach einstellen. Hätte ich, hab ich aber nicht.
Du hattest damals nur Schaden bekommen, weil in der Nähe des Sees war es und der gehaltene Gift. Ja, weil da ja so giftige Dämpfe sind. Okay. Erstmal wollte ich nochmal ein Bäumchen hacken. Der ist einmal ganz kurz verschwunden, aber ganz normales Holz. Ich überlege gerade. Eigentlich müsste da, so wie das Holz aussieht, auch so eine dicke Salzschicht drauf sein. Das könnte man vielleicht... Sehen so ein bisschen aus wie so tote Menschen. Ja, ja, so Seelen oder so, die eingesalzt wurden. Ein Seelenbaum. Eisen gibt's hier auch. Ups. Falscher Knopf? Nein. Richtiger Knopf. Nein. Hallo? Okay. Okay. So, dann gehe ich mal dahin. Ist ja alles dufte. Alles dufte. Das Wasser kann man ja wohl auch trinken. Ja. Und diese Stalagmiten... Kann man abbauen, ne? Genau, die sind Schwefel. Ach ja, genau, weil ja die Frage war, ob es Stalagmiten oder Stalaktiten sind. Ja. Sind Stalagmiten, Stalaktiten hängen nämlich. Das kann man sich ganz einfach merken, genau. Und dann gibt es noch Stalagnaten, glaube ich. Das sind die, die so verbunden sind, also die Säulen. Oh, hier liegen Schädel. Kann ich die auch so mitnehmen? Abbauen? Schade. Nee, also ihr habt wirklich recht. Also, ich weiß nicht, warum ich das eine Mal mit dieser Sandsturmmaske Schaden bekommen habe. Das war ja im Sandsturm. Ja, aber hier das Giftzeug tut mir ja auch nicht weh. Also von dem Geräusch, was ich hier höre, könnte ich auch gleich pinkeln gehen. Hat das da die ganze Naja, Zeit? Das Glugger da, ganz schön. Aber es ist ganz gut, hier gibt's Holz und Stein. Und sieht gut aus. Das freut uns. Also das andere Gebiet, wo wir halt Ewigkeiten jetzt waren, das habe ich auch so ein bisschen satt gesehen, ganz ehrlich. Ja, es war irgendwie immer das Gleiche. Es war nichts Neues mehr. Und jetzt können wir uns da ganz neu... Oh, oh. Das könnte ein Fehler gewesen sein. Ja, jetzt können wir uns hier ganz neu organisieren. Sei Dank, es war doch kein Fehler. Ich bin jetzt auch schon vor den Toren der Stadt. Ich laufe jetzt zum Tempelbezirk. Bin bei dem Käfig, in dem ich dich einsperre, wenn du unartig bist. Sehen wir ja dann, wer wem einsperrt hier. Wir können ja irgendwann mal den... Kann man den Server nachträglich auf PvE umschalten? Ja... Wir haben ihn nachträglich auf PvE umgestellt. Wenn du mal möchtest, können wir ja mal so, gegeneinander kämpfen. Du meinst, wir machen einen auf Donnerkuppel? Donnerkuppel, wo es, wir kämpfen dreimal, also wer zuerst drei Siege hat oder so. Da könnte man ja ein Special machen, so eine Live-Folge sozusagen. Ja, ja, das ist eine super, super Idee. Das ist, gefällt mir. Wir können das einmal machen, als Nahkampf quasi. So Fäuste?
Ja, genau. Faustkampf! Wir machen einen Faustkampf, mit Einhand- oder Zweihandwaffen und einen können wir auch gerne auf mit Bogen machen. Das mit dem Bogen dürfen wir nur mit dem Bogen schießen. Wieso ist Colonel Hattie bitte eingemauert? Keine Ahnung, ich habe ihn da nicht hingestellt. Hattie, wieso bist du eingemauert? Scheiße, Spitzhacke ist kaputt. Verdammte Kacke hier. Ah, nenn das du, Steinfelsen, du. So. Ich bin wieder da. Das ist schön. Ja, ich weiß. So, Heinrich, wo bist du? Du wolltest mich bewundern kommen? Ja, ich komme doch schon. Bewundere mich, bewundere mich. Ich eile. Ich bin gleich da. Sehr gut. Gleich. Ich bin irgendwie mit dem Steineabbauen irgendwie extrem weit weggewandert. Oh, strecke ich mich noch mal. Du hast noch nicht deine neue Bettstatt aufgerollt. Ja, ich weiß, ich weiß. Gut, ich wollte es nur sagen. Der Tag hat auch nur 24 Stunden. Ich kann ja auch nur mehr, nicht mehr als arbeiten. Ich wollte auch nur sagen, nicht, dass du stirbst oder so. So, ich soll dich... Warte, ja. Hä? Was ist denn das eingekauft? Oh, wenn wir gegeneinander kämpfen, müssen wir sowas. Kennt ihr noch so dieses Mortal Kombat? Dum, 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 dum. Nee, egal. Das war's unter. Ich drehe und winde mich. Ich gucke auch nicht in deine Richtung eigentlich. Ein schöner. So halbwegs. Ein schöner Felsen da hinten. Jetzt reicht's aber. Das sind Dafari-Klamotten, die haben wir einfach immer mal wieder zwischendurch irgendwo gefunden. Das ist ja. Verschränkte Arm und geht seitlich. Dum 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 dum. Dum, 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 dum. Okay. Jetzt zieh ich aber wieder was Richtiges an hier. Bitte. Mach ich dich etwa nervös? Dann würde ich sagen, können wir ja die Grundfläche erstmal aus dem normalen Sandstein machen und die Umrandung können wir dann ja schon mal aus Ziegeln machen. Die Mauern, ja. Also ich meine jetzt erstmal nur die Wände vom Haus. Ja, die Außenmauern dann später. Genau. Erstmal die Wände. Ich weiß aber noch nicht, wie weit und wie breit wir das noch machen wollen. Aber wir müssen auf jeden Fall weitermachen. Das ist ja hier erst nur der Anfang. Das muss noch ganz viel. Was brauchen wir denn? Ja, siehst du das, was auf dem Boden ist hier? Davon noch jede Menge. Also Stein und Holz. Ja. Okay. Ich glaube, da können wir... Kümmere ich mich mal ein bisschen ums Holz, ne? Zig Folgen machen. Fundamentbau Teil 1 von 20. Fundamentbau Special. Hallo. Ich habe jetzt irgendwie an die 40 Fundamentsteine gebaut. Auch hergebracht und irgendwie, muss ich ehrlich sagen, es sieht aus, als ob ich nichts gemacht habe.
Ja, aber das ist schon eine extrem große Grundfläche, wenn ich das so sagen darf. Ich würde sagen, das reicht. Also ich weiß nicht, willst du das als Grundfläche für die Basis haben oder als Grundfläche fürs Haus? Ach so, ich dachte, es soll jetzt die Basis so werden. Was? Ich höre dich nicht. Ich würde tatsächlich gerne schon mal die Wände fürs Haus bauen, damit, falls ein Sandsturm kommt, wir einen Unterschlupf haben. Okay, warte. Da wäre es halt interessant zu wissen, wo wollen wir die Wände machen. Okay. Aber erstmal auch gut zu wissen, wo willst du denn das Haus hinbauen? Also jetzt hier einfach jetzt hier rein, wir müssen jetzt schon ein bisschen planen. Ja, das würde ich gerne mit dir jetzt besprechen, Mister. Ich ziel hier mit meinem Stock irgendwo hin. Ja, ich überlege gerade nur. Also ich würde sagen, wir können auch gerne hier, kann man vielleicht mit so eckige Steine bauen, damit wir das hier ein bisschen begradigen? Eckige Steine? So halbe meine ich. Warte. Aber wenn ich so gucke hier, sieht es ja scheiße aus. Ich will so, also meinst du schrägen? Ja, schrägen. Ja, wir können Holz. Ich kann Holz, so Keile bauen. Vielleicht sollte man das auch noch machen. Und dann weiß ich nicht, ob man. Ah, die Mauer, die wir bauen, die geht ja quasi hier an diese Seite, ne? An die vorhanden da sind, ne? Ja. Oh, wird ja alles schräg, ist auch irgendwie scheiße. Fuck, das fällt mir jetzt erst auf. Nicht so schlimm. Und dann ist sie ja schräg. Und? Schräg ist nicht schön. Aber wir machen es jetzt schräg, so. Oder? Wir machen es schräg. Ich würde aber das Haus, was du baust, an die Mauer dran bauen, quasi. Dass das Haus die Mauer dann zum Teil auch ist. Dass eine Wand die Außenmauer ist. Verstehst du? Ja. Gut, okay. Gut. Dann müssen wir mal gucken, was wir wo bauen. Das wäre gut. Und dementsprechend Grundfläche. Oder wir können es klassisch machen. Wir können ja erstmal. Wir können, Mauern, also um Mauern machen, so Matruschka-mäßig. Verstehst du? Matrioschka, wie immer das Ding hieß. Dass die nach innen immer kleiner werden? Ja. Das, wo das Haus ist, machen wir eine kleine Mauer drum. Das ist der erste Verteidigungsring. Okay. Dann bauen wir. Also das Haus in die Mitte. Genau. Und dann bauen wir so drumrum. Falls wir doch mal angegriffen werden, dann haben wir mehrere Verteidigungsringe. Ist okay, dann müssen wir aber abklären, wo wollen wir das beginnen. Erstmal, wo soll ich den Eingang platzieren? Das mit dem Haus ist, kannst du machen, wie du willst. Das ist mir egal. Wer, du meckerst dann hinterher. Da hätte ich jetzt die Tür nicht gesetzt. Na, man muss mich doch nicht mit irgendwas bewerfen. Ja, kannst du auch so machen, Mensch. Alles gut. Du hast gesagt, ich soll das Haus bauen, wie ich will. Ja, aber die muss zur Außenmauer rennen. Das heißt, das hier ist die Außenmauer? Ich dachte, wir machen das Matrioschka-mäßig. Ach so, du willst sie ganz in die Mitte haben. Okay, können wir auch machen. Wolltest du doch, das hast du doch gesagt. Ja, ich dachte eher so Mitte zwar, aber Mitte am Rand. Egal, machen wir da jetzt. Wir haben ja auch eine gewisse Fläche, ne? Ja, mach. Ich gehe schon. Haben wir irgendwas zum Reparieren von der Spitzhacke? Wo ist meine Spitzhacke? Dann nimmst du mir einfach meine Spitzhacke, Horst. Böser Horst. Die Stahlpickel braucht Stahl, ne? Ja, und Leder. Ah,
Horst ist im Weg. Böser Horst. Wir haben keine Stahlbarren. Hast du welche? Guck mal in meiner Kiste oder in Hat. Ja, warte. Da war auf jeden Fall Leder drin. Das kann hier bleiben. Das kann hier bleiben. Nehme ich mit. Ja, da hat er auch nichts drin. Haben wir was noch in der alten Basis? Ja. Tja. Dann... Tut's mir leid, Horst. Nicht mehr folgen. Bleib hier stehen. Ach, du hast die Kiste jetzt umgestellt. Ich habe sie gerade erstmal aufgenommen. Ich habe dir deine Rohlederbettstatt gerade runtergeworfen. Ah, danke. Wollen wir einen Eingang oder zwei Eingänge? Machen wir zwei. Stellst du die Kiste noch irgendwann auf? Ich frage nur, weil ich will jetzt sterben. Klingt auch super. Dann packe ich die hier schon mal direkt neben die Tür. Ja, weil ich habe nichts zum Reparieren. Das ist halt ein bisschen doof. Ich glaube, dann baue ich gleich nochmal so eine Kiste. Ach, ich muss mich auch nackig machen. Es tut mir leid, bitte weggucken. Ach so, und das darf ich ja nicht ausgerüstet haben. Ja, dann, hau rein. Wollte ich jetzt sterben, ne? Ja, ich kletter da mal hoch, so wie du. Ach, hier haben wir ja eine Stufe 3, Typ. Was haben wir? Einen Stufe 3, Waffen. Warum bist du bis jetzt runtergesprungen, du Horst? Weil du es ihm gesagt hast. Oh Gott, Kamera drehen. Penis! Ja, ich habe außersehen gerade... Na egal. Konntest du hier ganz hochklettern? Ja. Bei mir hört er immer irgendwie aus, obwohl ich noch Ausdauer habe. Naja, ich bin halt ein Kämpfer. Vielleicht ist auch der Stein zu glatt. Vielleicht kannst du auch einfach nur nicht klettern. Das kann auch sein. Als geht's. So. Möchtest du mir auch beim Sterben zugucken? Möchtest du, dass ich dir beim Sterben zugucke? Ja, guck mir zu. Soll ich... Ach nee, ich kann den Schlangentanz gar nicht. Schade. Ich kann nur den Kriegstanz machen, wenn du möchtest. Warte. In all seiner Pracht. Okay. Wedelt der Winter unten rum. Ja.
Oh, es sieht schön aus hier oben mit dem Hintergrund. Wenn ich jetzt nicht nackt wäre, würde das echt cool aussehen. Kannst du das mal als... Das ist doch hier mal so ein Bild für das Spiel quasi. Aber bitte da einen schwarzen Balken machen. Ich finde das... Ich mache da einfach einen Elefantenkopf. Mit dem Sonnenaufgang sieht es richtig cool aus. Kann ja, kann man nehmen, ja. Wunderbar. So, ich feuere dich an, fleißig. Für Seeds! Woo! Oh, ich bin tot. So, ich habe die Bettrolle und ich habe ein Bett und ich habe die Wüste. Ja, und du sollst dann jetzt das Bett wählen. Hm? Darf ich dich segnen? Pff, ja. Ich stelle aber erst noch ein paar Dinger auf. Ich bin so voll. Ich kann mich gar nicht richtig bewegen. Ach, ich lebe wieder. Uhu. Teleportieren für Anfänger. Ja. Ja, scheiße. Ach, der hatte gar nichts geladen. Du kleine Sau. So. Stahlbarren. Die haben noch gefehlt. Habe ich das Werkzeug noch mit? Äste und ich hole mir noch jemanden, der was tragen kann. Ja, aber so kann man auch teleportieren. Funktioniert doch irgendwie, oder? Ja, man kann halt nur nichts mitnehmen, aber... Ja, auf dem Hinweg nicht, aber auf dem Rückweg. Aber so sparen wir uns halt einen Weg. Oh, ich kann die Münzen gar nicht mitnehmen. Ich hab wenigstens gedacht, dass ich das kann, weißt du, aber ich kann das auch nicht. Das heißt, ich nehme alle Äste, die ich hier finde, und baue daraus Pfeile. Dass wir dann beim nächsten Mal wenigstens... hier Giftpfeile mitnehmen können. Wir machen aber auch wieder ein zweites Stockwerk hier, ne? Ja, kannst du gerne machen. Spieße, bin ich ein Freund von. Wie hoch wollen wir denn das Gebäude machen? Also, wollen wir da auch wieder zwei Mauern Deckenhöhe machen oder reicht uns eine Mauerdecken? Wie viel haben wir es jetzt aktuell? Du bist doch in unserer Basis, oder nicht? Ja, ich gucke gleich, oder nicht? Ich glaube, da haben wir zwei gemacht. Und einen kleinen Teil ein. Ja, zwei mit der Treppe in Innenbereich quasi. Ich würde sagen, zwei sieht schon gut aus. Okay. Fahrstuhl bauen wir natürlich auch wieder ein. Ich hatte ja mal zwei gebaut. Hm. Sind die noch hier oder hast du mal schon... Den Fahrstuhl hatte ich schon mitgenommen. Oh, ihr Leber. Brauchen wir den... Gerber hatten wir auch mitgenommen, ne? Ich glaube, ja. Weil dann kann ich hier alles vom Gerber klauen. Juhu, ich bin nicht mehr überladen. So. Und damit habe ich dann noch so ziemlich alle Eisenverstärkungen aufgebraucht. Ach, die brauchen noch. Das heißt, ab jetzt wieder Sandstein. Kissentänzer hast du mitgenommen? Ja. Gut. Wollen wir das mit der Treppe wieder so machen, dass das einmal um die Ecke geht? Also ich finde das mit der Treppe ganz nett eigentlich im Innenbereich. Okay, dann machen wir das wieder so.
So, ab jetzt geht das sandsteinbaumäßig weiter. Beziehungsweise jetzt werde ich dann erstmal Zeug aufstellen. Stahlfeuer haben wir hier noch liegen, das nehme ich auf jeden Fall mit. So, also wir haben einen Rüstungsmacher Stufe 2, einen Tenner, also einen Gerber Stufe, eine Kissentänzerin, ach, die kann ich eigentlich gleich mal aufstellen. Ah ne, hier sind noch Eisenverstärkungen. Super. Ich finde interessant, wo wir alles Eisenbahnen noch rumliegen hatten. Mal hier ein bisschen, da ein bisschen. Ja, weil man es überall ein bisschen immer mal wieder braucht. Genau. So, dann nehme ich auch mal ein paar Pfeile mit. Die wiegen ja nicht so viel. Ah, hier 100 Schlangenpfeile noch hier in der Waffenkiste. Hm. Ah, in der Waffenkiste. Ja, natürlich, in der Waffenkiste macht es auch Sinn. Macht Sinn, ne? Hm. Also ich brauch's ja jetzt nicht so, aber... Lieber Heinrich, wie lange geht denn eigentlich unsere Aufnahme schon? Oh, ich habe da eine Fahrstühle gefunden. Die nehme ich auch mal gleich mit. Ah, ich habe doch einen Fahrstuhl gebraucht, da war nicht so viel. Ach so. Hast du schon einen gebaut? Einen habe ich mitgenommen, ja. Ach so, weil hier sind noch zwei in Reserve. Na gut, ich habe mich jetzt vollgepackt mit Pfeilen. Und was hast du so? Und der hat auch noch ein bisschen Platz. So, ach so, die Folge geht jetzt eine Stunde. Oh, dann sollten wir vielleicht mal eine Pause machen. Ja, würde ich auch so sehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, ja, hinterlasst doch gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Wir werden uns jetzt dort erstmal einrichten, wie gesagt. Das werden wir jetzt die nächsten Male halt so nach und nach machen. Rasenbau. Gehört aber zum Spiel dazu. Genau. Na, also... Das ist das Schönste. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.